und damit herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt hier im Train Simulator. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt hier im Train Sim World. Wir befinden uns gerade in Mülheim-Stürum. Das müsste, der Bahnsteig müsste da hinten sein oder hier. Das ist gar nicht. Ne, da hinten ist Mülheim-Stürum. Und wir befinden uns hier mit einem Güterzug mit einer Baureihe 182, der wir ein kleines Repaint verpasst haben. Und zwar einen ÖBB Taurus werden wir heute mal fahren. Der hat in Realität hier oben keine ZZA drin, das ist natürlich verständlich. Die haben auch nicht hier so ein FT95 Gerät drin. Aber das ist die einzige Möglichkeit, über Repaints ja quasi an andere Fahrzeuge zu kommen. Und wir stehen hier mit einem gemischten Güterzug derzeit in auf der Rhein-Ruhr-Hauptstrecke und müssen jetzt, glaube ich, erstmal noch abwarten, bis die S-Bahn dann durch ist. Und dann dürfen wir erst, wir bringen aber den Zug schon mal ein bisschen Fahrbereitschaft, sag ich mal, legen die Zusatzbremse an. Dann gehen wir natürlich auch noch EZB und IFA einschalten. IFA machen wir hier im Maschinenraum. So. Machen wir die Tür zu. Setzen uns wieder hin. Und sehen IFA EZB eingeschaltet. Da drüben kommt die Regionalbahn oder die S-Bahn. Ich glaube eher die S-Bahn. Wenn die dann durch ist, dann sind wir dann mal dran. Wir machen hier derzeit mal noch einen schönen Screenshot. Finde ich nicht schlecht. Finde ich den Güterzug aber auch nett. Okay. Ja, hier drüben ist gerade die S-Bahn eingefahren. Die S1 nach Dortmund. Lässt die Leute noch aussteigen. Und dann macht die sich auch wieder auf den Weg. Und wir haben hier wirklich einen schönen gemischten Güterzug eigentlich mit ein paar Kesselwagen hinten dran. Ein paar H-Wagen, das hier müssten Schimms, genau, das sind Schimms U2 angeblich, okay, Schimms U. Dann haben wir Habins, 344er. Haben wir hier H-Wagen, Laerswagen, stimmt, Laers, die sind ja nicht geschlossen. Fährt die S-Bahn ab. Genau, ein paar Laers mit Neuwagen drauf. Dann haben wir noch ein paar Tackens von GATX ohne GATX-Aufschrift. Nochmal einen Abins und unsere schöne 1116 Produktion GmbH Taurus 330 assembled bei ÖBB Technische Service. Und damit sind wir dann quasi gleich abfahrbereit. Wir haben hier auch ein schönes Verstands-Update. Ich finde, machen das Display mal aus. Das hier mal. Bleiben hier mal nicht einsteigen rein. Und damit haben wir auch schon Ausfahrt. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Beeinflussung. So, wir sind heute mal in der oberen Zugart unterwegs. Das kann ich eigentlich wechseln? Nee, ne? Dann muss ich die PZB erst ausschalten. Ich finde es egal, dass ich hierüber die PZB einstellen kann. Aber naja. So, wir sind jetzt auf jeden Fall unterwegs. Nicht einsteigen. Jetzt schalten wir einfach Leistung ab und jetzt lassen wir uns mal erstmal nur noch rollen.
an einem Ort halten. Wie angezeigt. Das fällt mir jetzt erst gerade auf. Das ist ja mal schön. Musst halten. Bring bitte deinen Zug bis dahin. Ja, bis wohin denn? Ja, das wird dir angezeigt. Okay. So, wir dürften... Genau, wir sind immer noch im Gleisvorfeld. Das heißt, immer noch mit 40, nicht mit 100, wie es unten in der Anzeige steht. So. Jetzt können wir dann mal aufschalten. Das aber wieder aus. Ich finde es einfach komplett ohne am schönsten. Nutzen aber mal nur so 70% Leistung. Eigentlich am besten. Hier noch das Licht an. Standbeleuchtung. Ah, im Fahrgastraum. Okay. Ist jetzt in den Kesselwagen dann Licht an. Nicht gut, aber hier ist kein Licht an, ne? Nein. Gut. Ich kann die sogar einzeln einschalten. Vorne. Ja, wir fahren jetzt zum ersten Mal einen Güterzug hier über die Rhein-Ruhr-Hauptstrecke. Ich lasse mich mal überraschen, wie er mich fahren lässt. Also wir sind jetzt ja in Mülheim-Stürum gestartet und bringen den Zug jetzt, glaube ich, bis Duisburg. Ne, bis Duisburg wäre ein bisschen kurz. Das ist jetzt Mülheim-Hauptbahnhof. Würden wir aber Richtung Duisburg fahren. Oder? Das ist Duisburg. Echt? Stimmt, es kommt erst Stürum und dann kommt West und dann kommt... Ja, wir fahren Richtung Bochum. Stimmt. Ich bin, was Streckenkunde angeht, auf der S1. Bin ich noch nicht ganz so auf dem höchsten Niveau. FIFA. Wir wollen ja ungefähr 100 fahren als Güterzug. Viel schneller würde ich jetzt nicht machen. Ich habe nur das Gefühl, dass irgendwo noch eine Grenze angelegt wäre, aber war halt wirklich... Obwohl, es geht bergauf, ne? Gucken, ob das einen Unterschied macht. Ein bisschen. Also da ist gerade ein Sound dazugekommen. Schalten wir mal ab und lassen rollen. Fahrplan sagt 120, 100 wollen wir aber nur. Also Fahrplan sagt ja gar nichts. Ich habe ehrlich gesagt, ich bin ja auch nicht im Cargo-Bereich. Ich habe auch keine Ahnung, was die Wagen hinten alles als
Geschwindigkeiten haben könnte. Ich glaube, die Autowagen haben tatsächlich nur 100. IFA. Ich finde es schön, dass DTG hier beim Taurus zumindest die Original die Originalstimmen drin hat. Wirklich nicht schlecht. Und 19 Kilometer. Boah, da sind wir gleich nämlich schon durch Essen. Per Essen kommt dann noch Wattenscheid, dann kommt noch Bochum Ehrenfeld und dann sind wir schon in Bochum. So viel kommt jetzt auch gar nicht. Ja? Jetzt kommt Essen-Frohnhausen. Mit der Sonne ist das eigentlich mal ganz nett, wirklich so. Wir haben gerade frühen Morgen einfach noch schnell noch einen Güterzug über die Strecke bringen. Können ja mal ein bisschen das Rollo runter machen. Blendet die uns auch nicht mehr so. Nur doof, dass die so tief steht, ne? FIFA. Ja. Blendet die uns natürlich dauerhaft. Es sei denn, sie verschwindet wie jetzt mal hinterm Stellwerk. Ist sie wieder da. Not kann man auch so gucken. Dann sieht man sie nicht so. So, da kommt ein RE Servus. Jetzt fahren wir vorbei an Essen-Waldhausen. Dann hier noch 110er Ankündigung. Wenn wir da einfach mit 90 hier so schön durchrollen, auch durch den Bahnhof, dann macht das nichts. Noch ein schöner Güterzugkollege. Auch gemischt unterwegs. Jetzt blicken wir wirklich direkt in die Sonne. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber auch in Realität kommt das vor. Dann zieht man das so ein bisschen hier runter. Geht man eigentlich ein bisschen tiefer, sodass man nicht die ganze Zeit... dass man zumindest noch die Signale sieht. Aber die sehen für uns eigentlich alle gerade ganz gut aus. Wir haben weiterhin Fahrt. So sieht man zwar nicht, wenn das Signal zurückfällt. Aber das kriegt man dann auch so mit. So. Jetzt ist die Sonne ja erstmal wieder ein bisschen länger aus unserem Blickfeld weg. Ich finde es schön, dass das Mikrofon hier zwischen den Streben von der Sonnenblende eingeklemmt ist. Aber wieder 13 Kilometer. Ich glaube, für uns geht es über Wattenscheid. Ja. Für uns geht es über das richtige Wattenscheid. Nicht über Wattenscheid-Hentrop, sondern über Wattenscheid. Wattenscheiß. Sagt man auch umgangssprachlich Wattenscheiß.
Habe ich zumindest jetzt schon häufiger gehört. So 130 dürfen wir wieder. Mit unserem Güterzug fahren wir aber nur 100. Könnte man rein theoretisch auch die AFB einschalten. AFB auf 100 einstellen. Eingestellt, die ist auf 100 eingestellt. Macht die das mit der E-Bremse? Okay. Und so können wir uns jetzt quasi einfach rollen lassen. Wir sind in Fahrt und damit bergab. Nee, es geht eigentlich noch ein bisschen bergab, geht es. Den Kilometer. FIFA. Und das dürfte FIFA jetzt schon Wattenscheid sein. Weil, wie gesagt, so lange dauert es echt nicht. Mit 100 km/h machen wir ja ungefähr 2 Kilometer die Minute. Warte mal. Essen. Nee, das wird noch was anderes sein. Weiß ich aber gar nicht, wie das heißt. Moment, das muss ich mir mal angucken. Mal ganz kurz gehen. Vielleicht finde ich es noch heraus. Vielleicht bin der Zug gleich noch nicht so weit weg. Das ist Essenkreis Süd. Ach so! Ah. FIFA. Dann fliegen wir mal ein bisschen vor, damit wir noch mal ein schönes Foto machen können. Fahren wir mal hier hin. Lassen uns einfach rollen. Mehr brauchen wir echt wirklich halt nicht machen, weil wir fahren 100. Schneller dürfen wir nicht als Güterzug, nicht großartig. Also wir könnten, weiß es nicht. Kommt halt immer auf den Fahrplan drauf an, wie schnell die Wagen dürfen, ne? Und Servus, RE. Die E-Bremse gerade witzig. Nein, runter. Ich will runter. Nein. Auch die Geschwindigkeit gerade rechts schön. 199. Ah, das ist entspanntes Fahren. Wenn ich den Hebel jetzt sogar noch vorwärts legen würde, würde er sogar einfach an Geschwindigkeit, also er würde die 100 km/h halten. Würde immer ein bisschen beschleunigen, dann wieder bremsen, beschleunigen, wieder bremsen. Aber jetzt sind wir schon nur noch bei 5,9 Kilometern. Da brauche ich nicht mehr aufschalten. Das rollen wir jetzt einfach aus. Oh, da ist die Sonne wieder. So, das könnte jetzt Wattenscheid sein. Ah, was ist es? Es ist Wattenscheid. FIFA. Schön. 4,9 Kilometer. Geht wieder bergab. Wir wollten jetzt aber mal die Sonnenblende wieder hoch machen, damit wir ab jetzt dann wirklich dann noch alle Signale sehen. Also langsam kommen wir in einen Bereich, wenn wir da anhalten sollen, dass wir dann auch so langsam irgendwann mal Power 2 und sowas bekommen.
Oder vielleicht sogar mal ein VR0, weil wir noch ein bisschen vor dem Güterbahnhof stehen müssen oder so. Werden wir alles sehen. Gerade geht's bergauf. Vielleicht müssen wir doch noch ein bisschen aufschalten. Aber da vorne sehe ich schon wieder die Kuppe. Da geht's wieder runter oder zumindest wieder gerade. Jetzt geht's schon wieder bergab. Vielleicht geht's gleich sogar so bergab, dass wir wieder in Geschwindigkeit aufbauen. Ah, so langsam wird der Güterzug über den Berg drüber. Und jetzt kommen die ganzen Wagen hinterher. Waren jetzt alle gerade noch runter. Deswegen werden wir gerade noch ein bisschen angeschoben. Und jetzt müsste gleich wieder die Zusammenführung der zwei Strecken sein. Wo einmal die Strecke aus Wattenscheid-Höntrop kommt und einmal die Strecke aus Wattenscheid. Ja, und da sind wir auch schon. ...78 fahren wir nur noch. Bei 2,3 Kilometern ist das... ist nicht verkehrt. Ja. Gleich ist die Sonne dann wieder versteckt. Noch dürfen wir voll fahren. Aber wir rollen. Ich würde sagen, wir rollen hier jetzt wirklich einmal nur noch aus. Das ist ja auch energiesparend, ne? Gas 2. Zugbeeinflussung. Schön hier durch die Weichenverbindung. Wo war denn hier angekündigt, dass wir hier nur noch 30 oder 20 fahren dürfen? Ich glaube, hier hat DTG seine Streckengeschwindigkeiten nicht wirklich gepflegt. Weil ich kann hier... Wir fahren doch gerade schön, ohne dass es wirklich ruckt wie sonst was. Dürfen wir hier nur. Dann hätten wir aber ab dem Signal nicht als Zugfahrt fahren dürfen, sondern hätten dann hier rein rangieren müssen. Oh. So, dann machen wir hier mal den Personalwechsel, halten wir hier mal an. So. Und damit wären wir angekommen. Ich finde das hier schön. Ja, ja. Wir haben eine Goldmedaille bekommen. Das ist schick. Ja, ich würde sagen, das hätten wir geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese mal etwas andere Gütertour. Ja. Der Link zu den Repaints ist natürlich in der Videobeschreibung. Da findet ihr den Link zum Whale, zum Forum, zum TSW-Bereich. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye!